day I live, I want to be a day to give the best of me. I'm only one, but not alone. My finest day is yet unknown. Hallo und herzlich willkommen zu Herrschaftszeiten. Ich freue mich, dass Sie auch diesen Sommer wieder zuschauen. Ich bin noch immer Johann Philipp Spiegelfeld. Hinter mir heute das Schloss Litschau. Hier wohnt Francisco Seilan Aspang mit seiner Familie. Ich darf für eine Nacht bei Ihnen einziehen. Und ich freue mich auf zwei wunderschöne Tage im nördlichsten Schloss Österreichs. Bitte anschnallen. Als Pilot bei der AUA bin ich beruflich auf der ganzen Welt unterwegs. Privat bereise ich oft unser schönes Land und ich nehme Sie auch diesmal wieder mit zu einigen der beeindruckendsten Schlösser und Burgen Österreichs. Diesmal geht es ins Waldviertel, genauer gesagt nach Litschau. Aha, niemand da? Hat doch geheißen heute. Ah, auch im Waldviertel. Spiegelfeld nicht. Sesam, öffne dich. Das war natürlich kein Beauty-Spiegel, sondern eine Überwachungskamera, Waldviertler-Style. Da ist die Familie. Hallo. Hallo, Amelie. Ich freue mich wahnsinnig, hallo, bei euch zu sein. Hallo. Hallo, ich bin die Lange. Ich weiß. Schön ist es hier bei euch. Danke. Ich habe noch gleich eine Spezialfrage auf die Gefahr, dass ich gleich wieder umdrehen muss. Wie seid ihr eigentlich mit dem Skifahrer Toni Seiler Aspang verwandt? Nicht wirklich, oder? Also der Toni Seiler, der Skifahrer, Tiroler, wir Niederösterreicher. Gut, dann müssen wir einige Dinge klären. Aber darf ich mal meine Tasche irgendwo ablegen? Ja. Wo du willst. Ich freue mich auf die Tage mit euch. Geh mal. Ah, das ist sehr schön bei euch. Ja. Das ist unser zweiter Hof hier. Ich habe mich eh schon gefragt, bei meiner Ankunft habe ich gesehen, Schlossweg 2. Was war auf Schlossweg 1? Da wohnt der Verwalter. Der hat damals, wie die Hausnummer vergeben worden sind, sich die Nummer 1 gegeben. Prominentere Adresse als ihr, oder? Genau. Sehr gut. Also, wo ist das Zimmer? Ja, komm, ich bring dich hin. Komm, Lolo, wir gehen Aufgabe machen. Siehst du hier? Lolo, komm. Aufgabe machen. Wenn du Hilfe brauchst, ruf mich. Ja. Ich war der Beste in meiner Klasse, der Beste. Ja, das stimmt. Jetzt bin ich gespannt aufs Zimmer. Ja. Was für Herrschaften hängen hier eigentlich? Das kann ich dir jetzt gar nicht genau sagen. Da hast du mich jetzt zu schnell gefragt. Aber schau, das schaut schon irrsinnig gemütlich aus. Ja, das haben wir relativ neu hergerichtet. Und hier ist es auch schon. Aufpassen,
Stolperstiege. Wahnsinn, das ist ein besonders gemütliches Zimmer ja, hier. Ja, danke sehr. Aber es schaut neu aus, oder? Ja, ist relativ neu. Also wir haben es vor 2 Jahren, haben wir das hier alles fertiggestellt. Und jetzt können schon Gäste kommen und Gott sei Dank kommen uns viele Freunde besuchen. Wie viele gute Freunde habt ihr hier? Wie viele können da gleichzeitig übernachten? 10. Also wir haben 5 Doppelzimmer und 10 können hier gemütlich und schön wohnen. Wenn wir da Matratzen auflegen, kann es natürlich noch mehr werden. Mir fällt auf, es sind so viele Vögel da. Und auch da ist, glaube ich, ist das ein Eisvogel? Muss ja, aus Bolivien sein, aus oder? Aus Bolivien, ja, stimmt. Ich kenne mich irrsinnig gut aus, ja. Sehr gut. Also, danke vielmals für den herzlichen Empfang. Gerne. Ich werde mich ein bisschen frisch machen. Ich schaue, was meine Kinder mit den Hausübungen machen. Und was ist dann mein nächster Stopp? Du kommst dann bitte zum Turm, da wartet der Franziskus auf dich. Sehr gut. Super, danke. Ich freue mich sehr. Wirklich ein sehr, sehr gemütliches Zimmer. Ich freue mich auf die nächsten Tage und bin gespannt, was ich in diesem Schloss alles erleben werde. Zuerst ein kleines Päuschen. Und dann geht's los mit dem Turm. So, wo ist der Turm? Gut, das war klar, das war der falsche Weg. Wir werden uns auch noch öfters sehen. Was ich leere Kilometer in Österreichs Schlössern schon gegangen bin, das ist wirklich verbesserungswürdig. Da bist du, Franziskus. Endlich habe ich es geschafft. Du, ich habe vorher gehört, deine Frau nennt dich eigentlich Franz. Stimmt das? Stimmt, ja. Hallo, ich bin der Jo. Servus, ich bin der Franz. Zeig, was sieht man jetzt hier? Seilandorf, oder? Ja, also da drüben siehst du das Haus vom Verwalter, Schlossweg 1, das er sich nett seine Nummer gegeben hat und dem alten Schloss die Nummer 2. Aber ich meine, ich verstehe es. Das ist Schlossweg 1. Schaut so aus. Ja, es ist das einzige Haus, das fertig ist. Wir sind auf einer Baustelle. Und danach haben wir dann eben die Gebäude, die zum Schlossensemble gehören, mit dem neuen Schloss, die Nummer 4, die Nummer 2 das alte und dann 3, 5 und 6 die sogenannten Gesindehäuser oder Angestelltenhäuser. Jetzt wohnen dort unsere Angestellten, Handwerker, Förster. Seit wann habt ihr hier Baustelle? Seit ein bisschen über 1000 Jahren. Ganz, aber so eine Burg wird nie fertig. Ja, das verstehe ich. Und was ist jetzt das hier? Ja, das habe ich für dich extra hergebracht, damit wir vielleicht hinaufschauen können auf unseren Rapunzelturm. Wie hoch ist dieser Turm eigentlich? Er ist 30 Meter hoch. Bei 12 Meter haben wir den Einstieg, also den ersten Stock. Und ganz oben wirst du sehen, in der Mitte direkt über dem Tor fehlt ein Stein. Ja. Ein sogenannter Kragstein. Der hat sich gelöst damals, wie meine Urgroßmutter das erste Mal sich ihr neues Zuhause angeschaut hat und ist ihr vor die Füße gefallen. Wirklich? Ja. Ja, Gott sei Dank nicht der Schwiegermutter, oder? Ja, Gott sei Dank. Also komm, auf. Geh mal. So, Limbo Dance. Limbo. Ah. Da fühle ich mich zu Hause. Hier lauter Knöpfe. Sollen wir schauen, ob du dich auskennst. Naja, gib mein Bestes. Bitte. So. Bitte sehr. So, danke. Geht's? Ja. Soll ich dir die Hand halten? Es ist wirklich spektakulär, dieser Aufstieg hier. Ja, das ist schon was Seltenheitswert in Österreich. Ja. So ein großer, runder, sogenannter Butterfassturm. Wofür wurde dieser Turm eigentlich gebaut? Ja, also in Litscha ist der Westen das Gefährliche gewesen. Die Angriffe sind alle aus dem Westen gekommen. Im Osten haben wir den steilen Felsen, im Westen haben wir den Hügel. Und der Turm ist genauso hoch gebaut worden, dass wir über den Hügel drüber schauen können.
wenn keine Bäume draufstehen. Ja, ich wollte gerade fragen, das sieht man nicht sehr weit. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass das hier auch ein guter Spielplatz war für junge Burschen. Wir haben nicht die Möglichkeit gehabt, heraufzukommen. Aber mein Vater hat immer erzählt, die Geschichte, dass sie da hinten durch das Loch gestiegen sind und dort ihre ersten Zigaretten geraucht haben, heimlich. Wirklich? Und ja, also da waren sie nicht beobachtet von unten, man hat es nicht gerochen herum. Und da war es eben einfach, ist blöd gesagt, aber es war wie wohl. Aber wie sind die wirklich darauf gekommen? Ja, also die hatten keinen Steiger wie wir jetzt, sondern die hatten eine Holzleiter, sowas wie das hier, nur 12,5 Meter lang. Da braucht man schon Mut, aber als 13-Jähriger hat man genug davon. Für die Führung durch das Innere des Schlosses muss ich zum Glück keinen Mut aufbringen. Schlossführung, erster Teil. Schlossführung, erster Teil. Das ist unser japanisches Zimmer. Kenne ich schon von der Burg Klamm. Habt ihr euch da abgesprochen? Oder braucht jedes Schloss ein oder jede Burg ein japanisches Zimmer? Jede Burg braucht das, ganz wichtig. Nein, es ist mein Urgroßvater, der hat eben Vögel gesammelt und war auf einer großen Weltreise und hat eben dann etwas mitgebracht von dort, wo er halt vorbeigekommen ist. Diesen japanisches Möbel da, chinesische Teller, der Kolibri, der mit unserer Familie viel zu tun hat. Dieser Kolibri? Nein, nicht dieser genau, aber es gibt Kolibris, die mein Urgroßvater benannt hat. Unsere Vogelsammlung ist im Landesmuseum in St. Pölten. Aber der Vogel heißt Ceylan, oder was? Aspang? Der Aspangus? Vogel, Aspangus, ne? Ja, der Vogel ist benannt worden von meinem Großvater, weil er selber noch keinen Namen gehabt hat. Also Japan finde ich gut. Das heißt, am Abend gibt es auch Sushi von der Fischwirtschaft, Ceylan. Ja, Sushi wirst du heute keins kriegen, aber selbstverständlich kann man den Karpfen auch als Sushi essen. Na bitte. Das wirst du heute kosten. Bin ich gespannt. Schauen wir weiter. Schauen wir weiter. Was wirklich schon auffallend ist, sind diese barocken Kachelöfen und diese schönen Farben. Es ist wirklich sehr, sehr einladend hier, oder? Wie würde es ausschauen, wenn die Amelie hier nicht wohnen würde? Wenn ich ein Single-Haushalt wäre? Ja. Ganz anders. Die Amelie hat das alles designt, eingerichtet. Ich habe manchmal dazu gesagt, ich finde es auch schön. Das war eigentlich alles. Ja, so wie sie es gehört. Das alles, was ich gemacht habe. Ja. Und jetzt sehen wir hier ein Bild von eurem Schloss, oder? Was sieht man auf dem Bild? Das ist das Schloss, wie es früher ausgeschaut hat, also vor dem 30-jährigen Krieg, wie noch die zwei Paläste waren, also der Westpalast und der Ostpalast. Der Westpalast direkt am Turm, eben der Turm nur 8 Meter höher. Das heißt, da, wo wir jetzt mit dem Steiger raufgefahren sind, da ist man direkt aus dem Hauptgebäude in den Turm hineingegangen. Warum fehlt die Hälfte vom Schloss jetzt? Das hatten viele Gründe. Also einerseits der 30-jährige Krieg. Der Karl Gustav, König von Schweden, war hier. Der hat das Schloss in Brand geschossen. Die Hussiten 1425 haben das Schloss geplündert. Im 17. Jahrhundert war ein großes Feuer im Ort, wo auch das ganze Archiv verloren gegangen ist. Dann kam die Dachsteuer, die berühmte. Da war das Schloss, wie auch beschrieben worden ist, 1836 dachfrei. Es wurde dann immer wieder aufgebaut und wieder dazugebaut. Aber im Grunde ist das, was da ist, eben alles verfallen. Und niemand hat mehr dann die Muße gehabt, das wieder ganz aufzubauen. Vielleicht machen wir das jetzt. Seit wann ist eine Familie eigentlich hier auf dem Schloss? Wir sind hier seit 1763. Haben wir das Schloss von den Kufsteins, Grafen Kufsteins gekauft, die in Greilenstein sind, wo du schon warst. Mhm. Und sind dann seitdem eben in Litschau und eben in Leschner, da wo wir eben auch uns ein paar von den Möbeln oder diese Vasen eben mitgenommen haben. Ich frage mich ja, warum heißt es überhaupt Schloss Litschau? Weil es ist ja eigentlich eine Burg, oder? Es ist alles andere als ein Schloss, es ist eine Burg. Das ist im Volksmund so gekommen, dass es das alte und das neue Schloss sind. Und damit ist das hört auch sich so auch geblieben elegant an. Und auch wir verwenden das so. Und dann steht da ein Spruch auf Lateinisch. Subtum Presidium, das heißt aber unter deiner Herrschaft, Schirmschaft. Nein, unter deinem Schutz, den Schutz der Mutter Gottes. Wir sehen am Bild oben diese Strahlen, die wie Sonnenstrahlen ausschauen. Da drüber steht eine Mutter Gottes, auf dem Bild, wenn es ganz wäre. Das Bild ist aber nur mehr zur Hälfte erhalten und deswegen sieht man nur mehr die Strahlen und diesen Hilfe bittenden Jungen, der da steht mit dem Schild. Schön ist das, schöner Gedanke. Du hast gesagt, erhalten. Wo ist die zweite Hälfte vom Bild? Die hat das Feuer sich genommen. Oje. Eben bei einem Brand. Wir sind jetzt im Glassalon, nicht schwer zu erkennen. Und hier haben wir ein paar Bilder.
die interessant sind. Das ist der Herr, der Litscher gekauft hat. Er war der Sohn von Friedrich den, II. Von Ceylan, der die pragmatische Sanktion verfasst hat. Mhm. Die pragmatische Sanktion hat das Recht gegeben, der Marie Therese Kaiserin zu werden. Und wer ist der Herr? Vielleicht lernst du ihn noch kennen, persönlich. Das ist unser Schlossgeist. Ah. Das ist der Wenzel Morawiecki von Moskau. Der war hier vor dem 30-jährigen Krieg. Und seine schwarzen Ritter waren gefürchteter als die Türken. Im Raum Waldviertel bis ins Weinviertel hinunter. Er hat die Bauernaufstände brutalst niedergeschlagen. Und er läuft bei der Sommersonnenwende mit seinem Kopf unterm Arm einmal um die Kragsteine, oder in der Sage heißt um die Zinnen vom Schloss. Gut, Sommersonnenwende haben wir jetzt eh nicht, also brauchst du keine Angst haben. Und das ist eure Bibliothek hier. Ein guter Freund von mir fragt immer bei uns zu Hause, ob ich alle Bücher, die da stehen, gelesen habe. Ist das bei dir auch so? Ich habe sicher eins gelesen davon. Ich weiß aber nicht, welches mehr. Über die Jagd wahrscheinlich, oder? Wahrscheinlich. Oder Fünf Freunde. Hier haben wir meinen Urgroßvater, der sehr jung übernommen hat, weil sein Vater gestorben ist, wie er 8 Jahre alt war. Und er hat mit 18 Jahren viel Geld bekommen und ist einige Jahre auf Weltreise gefahren und hat da unter anderem diese albanischen Möbel, die wir gesehen haben, oder das Maasai-Schild mitgebracht. Es gibt in Tschechien, in unserem alten Schloss, eine Weltreisekammer, wo alles Mögliche noch liegt an tollen Sachen. Und Litscher wäre ohne ihn tschechisch. Wie ist das zustande gekommen? Er hatte einen Freund, der bei den Friedensverträgen von Saint-Germain mitgewirkt hat. Und das war ein Graf Vilcour. Und der hatte meinem Großvater telegrafiert, ob er seine Besitze in Tschechien haben will oder einen in Tschechien und einen in Österreich. Mhm. Und er hat gesagt, naja, es ist ihm lieber, einen in Tschechien und einen in Österreich zu haben. Habsburg ist tschechisch geworden, wir sind österreichisch geblieben. Ein unglaublicher Zufall, oder? Ein toller Zufall. Mein Großvater hat immer gesagt, ja, sonst wären wir irgendwo in Oberösterreich, Salzburg, irgendwelche Förster geworden und würden in einem Forsthaus leben. Und so dürfen wir in so einem Haus trotzdem noch wohnen. Das war ganz Aber das heißt, man kann wirklich zu Fuß von hier zur tschechischen Grenze gehen, oder? Ja, ja. Also es ist nicht weit. Luftlinie 1,5 Kilometer. Keine 1,5 Kilometer, eher knapp 50 Meter sind es bis zu meinem nächsten Treffpunkt. Da kommt der Sportler. Franziskus Mutter treffe ich zu einem Privatissimum, oben am Juche. Juche! Entschuldigung, Elisabeth, wartest du schon lange? Nein. Das ist aber schön, dich zu sehen hier. Hallo. Bitte verzeih, dass ich so spät bin. Freut mich, dass du da bist. Was die wenigsten wissen, wir bedienen dir ein bisschen ein Klischee hier. Du bist ja die Schwester vom Uli Goes. Richtig. Da waren wir ja auch schon. Genau. Hat er dir erzählt von unserer Sendung? Natürlich, ich habe sie auch gesehen. Er schreibt dann immer an die ganze Familie. Heute bin ich im Fernsehen, bitte schaut es euch an. Und dann wird nachher besprochen. Aber sag mir, wo bist du eigentlich aufgewachsen? In Kärnten. Wir sind geboren, alle 5 Geschwister in Kärnten. Und sind dann überall verstreut verheiratet. Und wann bist du hierher gekommen? Ah, im Jahr 79 haben wir geheiratet und sind direkt ins neue Schloss gezogen. Ja. Schwiegereltern haben hier im alten Schloss gelebt. Und ich wollte nie ins alte Schloss, weil drüben war alles natürlich viel moderner und viel Zentralheizung war drinnen und eine Küche mit einem Elektroherd. Hier war die Küche eben unten und man musste das Essen rauftragen. Du wirst ja liebevoll Schnecke genannt, oder? Ja. Das wollte ich dich immer fragen, woher kommt dieser Spitzname? Ach, dieser Spitzname kommt, weil ich ein kleines Baby war und ich hatte ein kleines Schneckerl oben am Kopf, die Frisur. Mein Vater hat mich Schneckerl getauft. Viele sagen, mein Name kommt davon, weil ich so langsam gegessen habe, aber da merkt man nichts mehr davon. Also mittlerweile esse ich schnell und der Schnecke ist mir geblieben. Essen ist gut, schauen wir uns das an, oder? Ja, sehr gut. Im Namen des Vaters, des Sohnes, des Geistes. Amen. Komme, Jesus, sei unser Gast und segne uns, du verschärft hast. Amen. Vater, Sohn, Geistes. Geistes. Amen. Zum Abendessen treffen 3 Generationen der Familie Ceylan-Asbank aufeinander. Franziskus, seine Eltern, Amelie und ihre 4 entzückenden Kinder. Hier habe ich was Neues ausprobiert, extra für dich. Ja, wirklich? Was ist das?
Das ist ein Creme Fraiche Board. Und da tust du jetzt einfach auf das Brot drauf und den Karpfenkaviar dazu kosten, bitte. Der ist von den Karpfen, nimm den mal, bitte, die der Franziskus rausgefischt hat. Das ist aber unglaublich gut. Woher kommt das? Ist das jetzt von euch, oder was? Das ist von uns, ja. Wahnsinn. Ja. Ja, und das Coole ist, dass es eigentlich ein Abfallprodukt ist. Und da wirklich zu einer Delikatesse von der Familie Hofbauer, die bei uns im Nachbarort wohnt, verarbeitet wurde. Und die haben da jetzt, glaube ich, schon dreimal Gold damit gewonnen. Und die machen das für uns und das ist unglaublich. Aber das heißt, es kommt alles aus... Ja, alles Familie, Freunde und regionale Produkte. Danke, dass ihr mich so nett aufgenommen habt. Es ist wirklich ein toller Tag gewesen. Und auch mit euch, Kinder, ihr seid so brav. Ihr könnt so schön essen. Das ist wirklich sehr, sehr beeindruckend. Weißt du gar nicht, was ich Ihnen alles versprochen habe, ja, damit Sie brav sind. Aber es scheint zu funktionieren. Dreamer of a lighthouse in the woods. Shining a little light to bring us back home. Der Franz hat mir heute erzählt am Turm, du bist einmal waghalsig als junger Bursch beim Fenster rausgeklettert, oder? Dieses kleine Fegel, da sind wir immer gesessen und haben Zigaretten geraucht. Weil wir gehofft haben, man sieht es von unten nicht. Aber man hat es gesehen und da hat eine, die bei uns halt da im Haus war, hat da hinaufgeschimpft. Und da habe ich nie mehr eine Zigarette angegriffen. Wie alt warst du da? Naja, so wie mal halt, die ist 14. Zum Zigaretten rauchen, 14. Ich habe mich wahnsinnig erwachsen gefühlt. Was sind deine ersten Erinnerungen hier an das Schloss? Ich bin in Tirol auf die Welt gekommen im Jahr 45. Und da war das beschlagnahmt. Und wir haben es dann zurückbekommen und seither leben wir da. Deinem Großvater ist es zu verdanken, dass Litschau zu Österreich gehört. Ja. Und daraufhin ist unsere Besitzgrenze die österreichische Staatsgrenze. Wenn man sich die Grenze anschaut, ist es ja auch sehr unnatürlich. Oben dieser Spitz, der da direkt durch den Wald eigentlich geht, ist genau unsere Besitzgrenze. Aber wäre es so schlimm gewesen, wenn man zu Tschechien gehören würde? Ja. Wenn dort geblieben wäre, meinst du? Ja. Naja, nix. Das, also, das ist nicht gegangen. Die haben dir alles gestohlen. Das ist ja nichts übrig geblieben. Ja. Weil es ist ja der Kammerdiener in der Nacht ins Zimmer gekommen und hat gesagt, wenn du jetzt nicht weg bist, dann bringen sie dich um. Ja. Also da war die Frage nicht, ob man bleibt oder ja, oder ist die oder Entscheidung geht. Abgenommen worden. Wir haben eben damals das Glück gehabt, dass wir befreundet waren mit den Liechtensteins und die haben, weil die Unruhen waren, LKWs gehabt und die in Sicherheit gebracht nach Vaduz. Und da haben wir einen LKW bekommen und da sind eben diese paar Dinge, die wir hier noch stehen haben, eben eingepackt worden. Redet ihr zum Beispiel mit euren kleinen Kindern schon darüber, wo sie hier aufwachsen? Das Witzige ist, bis vor kurzem, glaube ich, ist es ihnen nicht wirklich aufgefallen. Also es ist für sie einfach ihr Zuhause. Es gibt auch die lustige Geschichte von unserer zweiten, wir waren in Kärnten, die Burg Hoch-Osterwitz besucht haben, die ja wirklich prachtvoll da oben auf dem Berg liegt und wir fahren da in diesem Auto und ich sage, boah, Kinder, schaut euch diese Burg an, das ist doch unglaublich. Und die Leute sagen, boah, so schön, ich würde auch mal so gerne in einer Burg wohnen. Ja, ist doch sympathisch, oder? Also für sie ist es einfach ihr Zuhause. Ja. Aber es kommt natürlich jetzt schon langsam von den Klassenkameraden, du bist eine Prinzessin, du wohnst in einer Burg, natürlich, ja, logischerweise. Wo habt ihr euch dann kennengelernt oder wie konntest du Schnecke überzeugen, hierher zu ziehen? Jetzt soll ich euch getrennt voneinander befragen. Ich war so wahnsinnig verliebt, ich wäre überall hingegangen. Das verstehe ich, ja. Mein Gott, ich bin darum ein gutes Stück älter wie Sie und habe mir immer gesagt, die schönste Frau, die ich kennenlerne, heirate ich. Ich habe gar nicht sie lang gefragt, aber sie hat mich geheiratet. Nach diesem romantischen Ausflug in die Familiengeschichte Seilern-Aspang interessiert mich noch, wie Amelie, die dem Tiroler Uradelsgeschlecht der Brandis entstammt, aufgewachsen ist. Amelie, wo bist du aufgewachsen? Also ich bin, bis ich 10 war, in Hamburg aufgewachsen. Und dann sind wir nach Österreich zurückgezogen.
Und dann bin ich mitten am Land aufgewachsen, in einem Jagdschloss von der Maria Theresia bei Hollerbrunn. Und bin dort in Hollerbrunn zur Schule gegangen und bin nach Hause. Und wir haben zwei Pferde gehabt und war reiten, Aufgabe machen. Also so, wie sich eigentlich ein junges Mädchen wünscht, oder? Absolut. Aber das heißt, für dich war es jetzt nicht so eine Umstellung, hierher zu ziehen? Nein, oder so? Eben. Ja, deswegen war das für mich kein Thema. Ja, also ja. Ich wäre sowieso überall hingegangen mit ihm. Aber so war das für mich dieses, ja, ihr wohnst da so weit weg, ist für mich nicht. Perfect match eigentlich, oder? Ja, Gott sei Dank, ja. Ja. Aber ihr habt das jetzt hier eigentlich übernommen und seid jetzt verantwortlich für die Wirtschaftlichkeit vom Schloss. Ich meine, dein Vater oder deine Familie oder deine Eltern haben schon viel hier gemacht, aber was kann man noch machen, um innovativ und auch in die Zukunft gerichtet Geld zu verdienen? Der große Unterschied ist zu der Situation von Papi oder von meinem Großvater, ist, dass da nach dem Krieg hier oben wirklich End war. Da war der eiserne Vorhang, da war Lebensgefahr, wenn du die tschechische Grenze überschritten hast. Da ist kein Tourist hier gewesen. Also wir sind jetzt in einer ganz touristischen Richtung. Also das ist unsere Chance, hier im Waldviertel etwas aufzubauen. Und wir haben hochqualitative Fische in unseren Teichen. Wir haben Wild, was das höchste Qualität an Fleisch ist, was man zu sich nehmen kann. Wir haben eine unberührte Kulturlandschaft. Also es ist dieser sanfte Tourismus, kein All-Inclusive-Hotel. Die suchen die Ruhe. Und genau das können wir bieten. Können wir jetzt aufhören? Ja, das ist ein gutes Stichwort. Das Feuer geht aus. Danke vielmals für diesen schönen Tag. Morgen geht's weiter. Ich habe mich gut ausschlafen, weil morgen wird's anstrengend, oder? Ja, ausschlafen wird sich nicht viele spielen. Warum nicht? Wir stehen früh auf morgen. Guten Morgen. Guten Morgen, Liebling. Wer bist du? Ich bin der Franz. Wir gehen jetzt fischen. Aber es ist mitten in der Nacht. Wir haben noch 5 Minuten, dann fahren wir ab. Dein Zeug hier für dich. Danke. Anziehen, 5 Minuten. Zicke, ich komme gleich, ja? Gut. Bis gleich. Bis gleich. Ciao. Fischen, genau. Ein Kraftakt in aller Herrgottsfrüh, das Abfischen. Tage zuvor werden die Teiche abgelassen. Die Fische sammeln sich dann in den letzten tiefen Stellen des Teichs und können so leichter herausgeholt werden. Wartet auf mich! Wenn bei Capri die rote Sonne im Meer versinkt und am Himmel die bleiche Sichel des Mondes blinkt, ziehen die Fischer mit ihren Booten aufs Meer hinaus und sie legen in weißem Bogen die Netze aus. Und so holt sie raus, oder? Jetzt kommen sie raus und wir tun sie dann hier hinten verteilen, die Raubfische. Aber stell dich hier zu mir. Ja. Nehmen wir die Netze denen da vorne ab. Ach so. Und geben sie zurück. Da musst du jetzt nur unterscheiden können, Zander und Hecht. Ja. Und Fischstäbchen. Genau, Fischstäbchen. Das ist ein Zander. Ganz oder? Rechts ist der Zander, ja. Ganz rechts. Aber da ist ein kleiner auch dabei, gell? Genau. Die sortieren wir dann später. Aber zuerst, der Zander hält jetzt 2 Minuten in der Luft aus. Der muss sofort. Deswegen tun wir jetzt nur die Raubfische, weil die sind heikel. Auf das ganze Schlamm setzen sich ihre Kiemen zu. Die können raus und dann können wir mit dem Karpfen weitermachen. Diese Teichwirtschaft rund um Litschau, hat die eine lange historische Tradition oder war das eure Idee? Nein, die ersten Teiche sind im 13. Jahrhundert erwähnt. Und es gibt historische Daten auch, wie viel Geld damals verdient worden ist mit den Teichen. Waldviertel war ja immer das kleinere Gebiet, der Weinviertel war viel größeres Teichgebiet. Nur die sind alle weg, weil dort war die Landwirtschaft besser. Und warum müssen als erster die Raubfische raus? Die Raubfische, die halten den Stress weniger aus. Und deswegen ist zuerst der Raubfisch, das ist auch der teure Fisch, der muss raus, weil sonst kann es passieren, dass sie drinnen kaputt gehen. Die werden, haben einen Druck am Netz, werden gequetscht, der Karpf ist viel robuster. Und dann, wenn wir fertig sind mit den Raubfischen, fangen wir mit den Karpfen an. Und die werden dann heute gleich verkauft, oder was? Ja, fahren heute schon die Autos, fahren direkt vom Damm weg zu den Kunden. Wie viele Teiche habt ihr selber oder bewirtschaftet ihr selber? Wir haben 24, bewirtschaften tun wir 49.
Das sind aber jetzt Karpfen, das oder? Das sind Karpfen. So, jetzt schauen wir uns an die Größe. Jawohl. Jetzt müssen wir schauen, weil jetzt haben wir unsere Kunden. Und jetzt müssen wir die richtige Größe für unsere Kunden aussuchen. Und dann wird entschieden, wie jetzt sortiert wird. Was wollen die Kunden? Eher größer oder eher kleinere? Das kommt immer auf den Kunden drauf an. Also zwischen 1 Kilo und 3 Kilo. Übers Leichen, über schädliche, über natürliche Feinde. Woher weißt du das alles? Ich habe studiert auf der BOKU. Und dann gibt es auf den landwirtschaftlichen Hochschulen gibt's so Karpfenbewirtschaftungen, Fischfacharbeiter und so Sachen. Die habe ich gemacht. Und wir haben einen Helfer hier, einen pensionierten tschechischen Fischmeister, der ein 8. Generation Fischmeister ist. Wenn man sich das ausrechnet, ist er fast über 200 Jahre Fischmeister in der Familie. Wirklich? Der spuckt in den Teich und sagt dir den pH-Wert. Wirklich? Ja. Beim Karpfenteich weißt du nie, wie groß oder wie es gewachsen ist. Aber im Feld kannst du hingehen und kannst dir die Halme von dem Getreide anschauen und weißt, was du ernten wirst. Und hier kannst du es erst sehen, wenn wir das erste Mal die da drauf schmeißen, sehen wir die Größe von den Fischen. Und die Menge wissen wir am Schluss. Sie haben einer der wichtigsten Jobs, oder? Das Wiegen der Fische. Und wie schaut die vorige Ernte aus? Sie sind nur eine Spur zu klein. Ja, aber man muss mit denen zufrieden sein. Wir arbeiten mit einem Lebensmittel, wir arbeiten in der Natur. Also wir dürfen nicht raus, wir müssen es ernehmen. Wie viel Kilogramm Fisch wird da im Wasser sein? Hier ungefähr 3 Tonnen. 3 Tonnen? Kommt ganz darauf an, wie viel der Fischotter gefressen hat. Gibt es natürliche Feinde auch? Ja, gibt es viele. Also in erster Linie ist der Fischotter, der immer mehr ist, der ein großes Problem ist. An den verlieren wir um die 30% unserer Produktion jedes Jahr. Und der Fischotter selber ist geschützt, oder? Der Fischotter ist geschützt. Wir dürfen im Bezirk 15 Fischotter entnehmen. Also letal vergrämen, wie das genannt wird. Das sind aber ganz spezielle Auflagen. Also ich verstehe jeden Jäger, der nicht auf den Fischotter schießen möchte, weil es ihm zu heikel ist. Und das Wichtige zu wissen ist, wenn man im Schlamm geht, auf Zehenspitzen gehen, gell? Also wenn du jetzt einfängst, dann gehst du in die Knie, tust die Ferse heben und ziehst sie raus. Okay, also. Dann geht das gut. Okay, also gehen wir. Petri Heil. Nach getaner Arbeit geht es mit Amelie zu einem Frühstück im Freien. So, ja, jetzt bekommst du mal deinen Tee. Das hast du dir verdient. Ja, das ist ja nett. Ich hoffe, ich bin nicht zu viel im Weg gestanden. Nein, also ich glaube, du hast eine ganz gute Figur da gemacht. Also das Abfischen im Waldviertel ist ja auf dem Weg zum immateriellen Kulturerbe ernannt zu werden. Und daneben haben wir jetzt angefangen, so Events zu machen. Und zwar machen wir einen Fischtanz immer im Herbst. Und da kann man eine Karte kaufen und da ist ein schön gedeckter Tisch am Deich. Und da kann man dann, während mein Mann abfischt mit seiner Crew, zuschauen und 5 bis 8 Gänge von 2 Spitzenköchen genießen mit einer guten Weinbegleitung. Und daneben werden die Fische abgefischt? Ja, genau. Also man sieht wirklich, wo kommt der Fisch her? Wie wird er geerntet und was kann man aus ihm machen? Ah, das ist aber toll. Ich bin selber ja eher ein Arbeiter. Ich habe, glaube ich, den ganzen Schlamm in den Haaren. Ja, aber das gehört so. Ja. Deswegen hast du dir auch, das muss ich dir jetzt feierlich übergeben, eine Kappe von uns verdient. Ah, das freut mich sehr, ja. Für den, der es wirklich gut macht, der kriegt eine Kappe von uns. Ja, ich liebe diese Kappen. Du hast die Trucker-Kappe gekriegt. Ja. Wie wichtig ist für euch der Wald, für euren Betrieb? Sehr wichtig, ist unser Hauptstandbein. Und da habt ihr 4000 Hektar, oder? Da haben wir 4000 Hektar. Also wir sitzen hier auf einer Fläche, die ganz spannend ist, weil der Forstbetrieb ja sehr viel macht, um die Biodiversität zu fördern im Wald. Ein Waldeigentümer sollte immer schauen, dass man eine reichhaltige Vielzahl von Tieren und von Insekten und von Bäumen und Sträuchern hat. Und hier hinter uns zum Beispiel werden Waldrandsträucher gesetzt, es werden verschiedene Beeren, Obstbäume gesetzt, damit man wirklich alle möglichen Arten von Insekten zu sich holt. Eine gute Biodiversität bedeutet ja ein gutes Immunsystem für den Wald. Gemeinsam mit Franziskus treffe ich den Bürgermeister von Haugschlag, Franz Kuben, am nördlichsten Punkt Österreichs. Grüß Gott, Herr Bürgermeister. Grüß Gott, Franziskus. Grüß Gott. Hallo. Servus. Servus. Grüß dich, Gott. Johann Spiegelfeld, grüß Gott. Schön, dass Sie hergekommen sind. Danke. Wo verläuft jetzt genau die Grenze? Wir sind ja hier am nördlichsten Punkt. Ja, hier, dieses Bächlein kommt von der Ortschaft, von Rottal. Und hier ist die tschechische Grenze. Und hier genau ist der nördlichste Punkt, wo der steht. Und da drüben, was ist da drüben? Ist das ist die tschechische Seite. Ja, aber da müssen Sie, glaube ich, ein bisschen weiter rüber, sonst stehen Sie in Tschechien. Entschuldigung. Ja. Nein, 1989 ist ja der Eiserne Vorhang gefallen, bis dahin war Europa geteilt. Können Sie sich erinnern, wie das hier war? Man sieht heute noch die Patrouillenspuren
was früher die Grenze gesichert haben von tschechischer Seite. Und es gibt noch Restbestände von den Zollhäusern, wo die Zollwache immer auf der herüberen Seite patrouilliert ist. Und heute ist es so, dass man mit einem Personalausweis theoretisch auf die andere Seite kommen kann, ja, oder? Ja, ist kein Problem. Wer kontrolliert das hier? Kein Mensch. Ich habe das ja immer nur aus Geschichten gehört von früher, dass ja hier über die Grenze von den Forstarbeitern, von den Leuten oder Gemeinde, ist ein gewisser Handel getrieben worden. Gewisser Handel heißt Schmuggel? Schmuggel, ja. Ja, ich kenne das aus Erzählungen von meinem Großvater, der auch geschmuggelt hat und hat Gewürze und Zucker und Zigaretten aus Tschechien nach Österreich gebracht. Und beim Eisernen Vorhang wurde womit geschmuggelt? Bei der Eisernen Vorhang gab es keine Möglichkeit eigentlich zum Schmuggeln. Nur die, was direkt an der Grenze gearbeitet haben, haben versucht, ein bisschen Taschengeld dazu verdienen. Wie? Ja, dass sie Werkzeug oder Zigaretten getauscht haben gegen irgendwas anderes. Aber hier an dieser Stelle wurde nicht ein Backerl-Chick rübergeworfen, oder? Kann ich mich nicht erinnern. Kann sein, natürlich. Ja. Ja. Ich finde es einen wundervollen Ort, weil es so ruhig und still und friedlich ist. Es ist wirklich der Spruch, wo sich Fuchs und Hase gute Nacht sagen, verstehe ich jetzt, warum das hier kommt. Danke, dass ihr mir diesen Ort hier gezeigt habt. Und ich freue mich, dass ich am nördlichsten Punkt Österreichs war. Und wenn Sie nicht stört, wenn Sie kurz wegschauen, würde ich gerne ohne Personalausweis kurz nach Tschechien gehen und wieder zurück. Okay. Ja? Da bin ich wieder. Nach meinem ausgedehnten Auslandsaufenthalt habe ich, zurück in Litschau, gleich einen weiteren Programmpunkt, diesmal mit Amelie zu absolvieren. Es wird schweinisch. Genauer gesagt, wildschweinisch. Wir gehen jetzt gerade den Schlossberg runter und gehen in den Meierhof, also die Wirtschaftsgebäude unseres Betriebes. Und da haben wir in den ehemaligen Lipizzaner Stall unsere wild- und fischzertifizierten Verarbeitungsbetrieb hineingebaut. Kein Pferdeleberkäse, oder? Nein, nein. Nur von unserem Wild aus dem Wald und unser Fisch aus unserer Teichwirtschaft. Und das Ganze wurde jetzt letzten September fertiggestellt. Ich habe jetzt auf die Schnelle gelesen, Wild und Fisch. Du bist eine Marketing-Expertin, gell? Vermarktest dich selber. Das ist eine gute Idee von dir. So, Jo, darf ich dir den Flo vorstellen? Grüß Hallo, dich. Flo. Hallo. Ich hoffe, ich habe die Ritterrüstung von Litschau richtig an. Genau, es passt. Ist auf jeden Fall leichter als die Ritterrüstung von Burg Glamm. Das kann man vorstellen. Ich habe schon was vorbereitet für dich. Das Messer hält man immer so. Aha. Und man arbeitet eigentlich nur mit der Spitze. Ja, genau. Wenn man da schaut, sind drei Fettlass. Okay. Und in der Mitte musst mit der Spitze, dass du am Gewebe bist. Das Schöne ist ja, finde ich, beim Zerlegen, dass die Sehnen es ja so vorgeben, wie man arbeitet. Und dann kommst du dann auf einen Knochen, ja, genau. Ach so, dabei muss ich so da tief sein, oder? So schräg und dann kommst du auf einen Knochen. Ja, ich spüre ihn schon, ja. Super. Und auf den Knochen musst du immer mit dem Messer bleiben, dass du nicht schön ins Fleisch schneidest. Ja. Sonst verlieren wir zu viel Fleisch. Ja, genau. Also, Herr Flo, ich habe mich sehr bemüht. Ich meine, ich glaube, ich überlasse das jetzt lieber dir. Das schaut weil nicht bei mir wird sie eher nur Gulasch. Das Wildschwein wurde jetzt fachmännisch zerwirkt. Und jetzt werden daraus welche Köstlichkeiten produziert? Ja, da gibt es etliche Sorten davon. Und zwar, das wäre Wildschweinsalami mit Walnüssen. Das sind Kaminwurzen, die werden 3 Tage im Kaltrauch geräuchert und dann anschließend naturgereift. Das ist der Hammer. Ja, dann würde ich sagen, schneiden Sie mal bitte. Probieren wir es einmal. Ja, unbedingt. Gerne. Wie viele Produkte habt ihr grundsätzlich Fisch und Fisch? Wild und Fisch. Wild und Fisch. Ja, so ist es jetzt. Jetzt habe ich es. Naja, also wir haben eine relativ große Bandbreite. Also nach Wien verkaufen wir um die 5 Produkte. Das ist eben die Kaminwurzen, die Salami mit und ohne Nuss, die Salametti und unser Geselchtes. Hier im Land haben wir auch noch eben die Käsewurst und solche deftigeren Dauerwürste. Was sehr gut ist. Ja, koste mal. Es kann ruhig ein bisschen mehr sein. Na, dann schneiden wir weiter. Die hast du ja gestern, glaube ich, habe ich dir die eh, gell? Beim Abendessen hast du die schon gekostet. Ich kann mich nicht mehr erinnern, ich muss noch mal kosten. Und das Tolle hier, finde ich, ist eben dieses
das Fleisch und dann diese harte Walnuss, irgendwie dieser Mix aus den Strukturen. Ja, aus den Strukturen, genau. Und was haben wir hier? Das ist ja kein Würstel, das erkennen Sie auch wie ich. Nein, das ist ein Wildschweinhaxen. Das ist jetzt ein Experiment von uns mal. Lassen wir jetzt bei uns im Reifekasten hängen und schauen mal, was rauskommt. Aber das ist quasi so wie Prosciutto, oder? Ja, genau. Das ist dann so wie ein Prosciutto. Wirklich toll. Vielen Dank. Na, freut mich. Danke. Ich nehme noch was. Ja, ich auch. Gestärkt geht's zurück, wo ich Franziskus zu einer weiteren Schlossführung treffe. So, Philipp, jetzt zeige ich dir unsere Version von einem Keller. Ein Kartoffelkeller. Licht gibt keins? Nein, Licht gibt nicht. Du musst vorsichtig gehen, weil die Stufen sieht man nicht so gut. So. Ja, sehr gut. So, hier geht's weiter jetzt in den Felsenkeller runter. Da haben wir ein bisschen Licht. Das ist aber lustig. Das Stromkabel geht in die Kerze hinein, oder? Ja, das ist die Homematic, weißt du, das zündet uns die Kerze an. Nein, das Stromkabel ist ein bisschen zu alt, deswegen haben wir keinen Strom mehr drin. Jetzt brauchen wir Kerzen wieder. Aber jetzt weiß ich, kältester Ort, Waldviertel, ist bei euch im Keller, oder? Ja, hier bleibt die Temperatur immer gleich. Im Sommer wie im Winter. Im Sommer ist es kalt und im Winter ist es warm. Und so kann man die Sachen gut lagern. Das ist aber sehr romantisch hier. Ja, ich habe ein paar Kerzen für dich angezündet, damit wir was sehen hier unten. Weil hier haben die Eltern oder meine Tanten, Onkeln und mein Vater haben ihre Jugendfeste hier gefeiert. Man sieht's, da ist noch was drin überhaupt schon. Wahrscheinlich ist noch ein Cognac drin, ja. Aber dein Vater ist ein Ager, der raucht oben am Turm und trinkt unten im Keller. Und trinkt uns im Keller, genau. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das hier besonders angenehm ist, weil es ist kalt und feucht, oder? Das kommt dann auf den Alkoholspiegel an, glaube ich. Und da haben wir es wieder, der Spiegel, ja? Der Spiegel. Wenn der Spiegel passt hier unten, dann ist es sicher gemütlich. Ja, sehr gut. Darum bin ich hier. Turm, Keller, Verlies. Und jetzt gehen wir ins Verlies und schauen uns das Verlies an. Jawohl. Sehr gut. Bin ich Fachmann darin, Verlies. Pass auf, wieder bei den Stiegen. Du musst aufpassen auf deinen Kopf. Hier kannst du nicht stehen. Hier ist sind wir im Verlies, da sind unsere Verliese drin. Jetzt zeige ich dir hier unsere Luxuszelle. Die hat sogar ein Fenster. Da drinnen. Trotzdem ungemütlich. Aha. Gemütlich. Ist auch hoch. Die kleine Zelle hier ist ein bisschen ungemütlicher. Wann war der letzte Mensch hier eingesperrt? Das weiß ich nicht, weil das Archiv von der Burg und von der Stadt Litschau ist abgebrannt und ist verloren gegangen. Und deswegen können wir da keine genauen Daten mehr sagen. Wir haben ein paar Aufzeichnungen, aber nur forstliche Aufzeichnungen. Mhm. Na gut, ich finde es sehr, sehr ungemütlich, aber ich werde mir trotzdem mal das kleine Verlies hier anschauen, wenn ich darf, oder? Ich kann dir den Strohsack hineinlegen, wenn du möchtest, dass du übernachtest einmal. Ja, genau. Damit du das Feeling kriegst. Das Feeling krieg, ja. Du, ich bin verheiratet, das war kein Feeling. So, jetzt soll ich mir das mal anschauen. Na gut, die Raumhöhe ist mir nicht mehr wurscht. Es ist mir zu ungemütlich. Gehen wir. Willst du bei mir bleiben, jetzt und alle Zeit? Willst du bei mir bleiben, wenn der Tag sich neigt? So, rote Tasche heißt Abschied nehmen. Hoffentlich seid ihr nicht so traurig. Nein, es war sehr nett mit dir. Für mich ist die Zeit wie im Flug vergangen. Ich habe es wirklich sehr genossen. Bei euch, ihr seid auch wirklich eine süße Familie. Danke vielmals für alles. Liebe Grüße an deine Eltern. Leider kann ich mich nicht mehr selber bei ihnen verabschieden. Sage ich ihnen, ja. Aber ich gehe jetzt zu meiner Familie nach Hause. Hoffentlich sehen wir uns bald wieder. Ja, hoffe ich auch. Danke vielmals. Alles Liebe. Baba. Ja. Gut, dass du gekommen bist. Halt, wart. Die Abkürzung darfst du heute gehen. Wo ist die Abkürzung? Die Stiegen runter in die Stadt. So, jetzt gehe ich wirklich. Baba, alles Liebe. Ciao. Ciao. Komm bald wieder, aber lass dir Zeit. Ja. Now I have the time of my life. Zwei herrliche Tage im Schloss Litschau gehen zu Ende.
Ich habe die Zeit mit Amelie, Franziskus und ihrer Familie sehr genossen. Wenn auch Litschau zu den kältesten Orten Österreichs zählt, so war die Gastfreundschaft und Freundlichkeit der Seilands umso herzerwärmender. Ich freue mich wieder auf Sie und das nächste Mal, wenn ich einen weiteren spektakulären Adelssitz in Österreich besuchen kann.